das ist natürlich ein irrsinnig tolles und fast unbeschreiblich schönes Gefühl, bei einem derartigen Großereignis eine Medaille geholt zu haben. Und es ist irgendwie eine Bestätigung und eine Belohnung für das harte Training im Winter. Und es ist natürlich auch cool, weil ich gerade das erste Jahr in meiner allgemeinen Klasse habe. Und es ist natürlich ein Riesensprung von den Junioren zu den Großen. Und ja, auch wenn Österreich ein kleines Land ist, hat es doch großartige Sportler und unglaublich gute Erfolge vorzuweisen. Und ich bin schon stolz, dass ich da einen kleinen Beitrag dazu leisten habe können. Also nein, hätte mich eine Woche vor dem Wettkampf gefragt, ob ich da eine Medaille holen würde, hätte ich gelacht und den Kopf geschüttelt, also definitiv nicht. Ich glaube aber generell, dass es eher kontraproduktiv ist, wenn man zu viele Gedanken an Plätze oder gar Medaillen verschwendet, und deshalb habe ich versucht, mich auf mich zu konzentrieren und ein gutes Rennen zu fahren, und ja, hat ganz gut geklappt. Wir sind eine Woche vor dem Wettkampf angereist mit Betreuern, Trainern und Physiotherapeuten. Dann habe ich mich versucht, auf die Strecke einzustellen. Ich war zuvor noch nie dort, und es ist wie bei den Skifahrern, jeder Berg ist anders. Und so ist auch bei uns jede Wildwasserstrecke anders. Und ja, ich habe mich versucht, darauf einzustellen und das Wasser kennenzulernen. Auch wir hatten dort mit dem Hochwasser zu kämpfen, also es hat ununterbrochen fast geregnet, und die Strecke war kurzzeitig auch komplett unter Wasser, aber die Organisatoren haben das sehr gut hinbekommen, und das Rennen konnte doch noch stattfinden. Ja, also ich bin gerade quasi auf Weltcup-Tour. Ich war letztes Wochenende in England. Ich bin jetzt gerade in Augsburg in Deutschland und fliege dann am Sonntag weiter nach Spanien. Und ja, dann komme ich für 2 Tage nach Hause, und dann geht das auch schon zu den U23-Bewerben nach Frankreich und in die Slowakei. Und ja, ich freue mich schon auf die Rennen, versuche dort auch wieder meine beste Leistung zu zeigen, und ja, schauen wir mal, was rauskommt.